Es gibt einige Dinge, die du für mich erledigen musst. Dinge, die du nicht verstehen wirst und die du nicht verstehen willst. Aber bitte, begehe nicht denselben Fehler wie einst ich. Mein Vater, Howard, verließ mich, bevor ich geboren wurde. Als meine Mutter starb und ich kurz nach ihrer Beerdigung einen Brief erhielt, schien mein Schicksal besiegelt. Blind tat ich das, was zu tun ist, als richtig glaubte. Aber dies alles war ein Trugschluss. Des Menschen Natur besiegelte meinen Untergang. Mein Name ist Philipp. Wenn wir Glück haben, dann bin ich bereits tot, während du diesen Brief liest. Doch wenn das Schicksal zuschlägt, dann gehen wir alle zugrunde. Penumbra im Halbschatten, Episode 1. So, und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir. Ich werde dieses Spiel diesmal alleine spielen, weil dann die Atmosphäre besser rüberkommt. Penumbra ist so gesagt ein kleines Horrorspiel, so in etwa wie Amnesia. Wie man am Anfang gelesen hat, ist man halt den Sachen, was der Vater vorher dran gemacht hat, auf der Spur gekommen mit einem Brief. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an, ohne weiter darüber zu sprechen. Und ich wünsche euch halt noch viel Spaß. Erstmal natürlich Spiel starten. Wir spielen auf normal. Meine Geschichte begann im Februar 2000. Soweit es mich betrifft, werde ich nicht dieselben Fehler machen, die mein Vater gemacht hat. Howard hat meine Mutter lange Zeit vor meiner Geburt verlassen. Als ich also seinen Brief kurz nach Mutters Beerdigung erhielt, war es das erste Mal überhaupt, dass ich von ihm hörte. Er ist tot und Briefe aus dem Jenseits zu schreiben scheint wohl eine vererbte Gewohnheit in unserer Familie zu sein. Der Brief beinhaltete einen Schlüssel, einige Anweisungen und die Bitte um Vergebung. Er blickte dem Tod wohl schon seit längerer Zeit ins Auge und erwartete jeden Tag, dass er kommen und ihn holen würde. Ohne weitere Erklärungen wies der Brief auf eine Bank in Mayfair hin, von der ich noch nie etwas gehört hatte. In der Bank war ein Schließfach angemietet, eingetragen auf den Namen meines Vaters und meinen. Er wusste natürlich, dass ich mich sofort auf den Weg machen würde. Ich fand heraus, dass auch wenn er vor über 30 Jahren für tot erklärt wurde, der Inhalt der Box, ein altes Buch sowie eine Handvoll Notizen, seit seinem Tod rein rechtlich gesehen mir gehört. Die Anweisungen meines Vaters waren klar verständlich. Ich sollte die Dokumente verbrennen und keine weiteren Fragen stellen. Aber genau das war sein Fehler. Denn natürlich war ich neugierig und wollte wissen, was das Ganze zu bedeuten hatte. Die Universität, an der ich lehrte, war für zwei Sachen bekannt. Physik und Linguistik. Ich war mir der Physik zugewandt, aber aus sprachlicher Sicht war ich über meinen Fund mehr als verblüfft. Das Buch konnte ich nicht entziffern. Aber die Notizen wiesen auf einen unbewohnten Ort irgendwo im Norden Grönlands hin. Es hat mich fast ein ganzes Jahr gekostet, meinen allerletzten Flug zu buchen. Als ich von Heathrow abflog, wurde mir erst richtig bewusst, dass mein Vater vor 3 Jahrzehnten verschwand. Fast auf den Tag genau, an dem ich mich nun auf seine Spuren begebe und alles Bekannte hinter mir lasse. Wir landeten auf einer nicht sehr breiten Eisfläche und ich quartierte mich auf einem gecharterten Boot ein. Eine 12-stündige Reise zurück in meine Vergangenheit sollte nun beginnen. Endlich, wir haben fast angelegt. Ich packe besser ein paar Sachen zusammen. Nützliche Dinge kann ich mit Maus links aufnehmen und mit genauem Betrachten Maus rechts. So, jetzt sind wir auch direkt im Spiel. Wie gesagt, wir sind gleich, wie ihr gehört habt, in Grönland. Um dann halt den Sachen nachzugehen, was der Vater verbirgt oder aufgedeckt hat. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Ich kenne das Spiel nicht ganz genau. Ich habe es mal kurz irgendwo gesehen, aber nicht richtig. Also ist es eigentlich noch recht klein. So. Ich bin mir sicher, dass diese Karte bereits seit einem Jahrzehnt veraltet,
aber die Landschaft verändert sich nicht allzu schnell in solch entlegenen Orten wie Grönland. Deshalb werde ich mich schon hier recht zurechtfinden. Gut. Hier haben wir... Sehr nützlich, so ein Notizbuch, in dem man wichtige Informationen und Erinnerungen schreiben kann. Ich glaube, ich habe meine Taschenlampe in der Schublade neben dem Bett gelegt. Diese kann ich öffnen, indem ich Maus links benutze, die Maustaste gedrückt halte und die Maus dabei bewege. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen auch direkt mal die Taschenlampe holen. Da, statt dabei. Taschenlampe. Die Taschenlampe kann über das Inventar ein- und ausgeschaltet werden oder mit Hilfe der Taste F. Nun, wo ist dieser Leuchtstab? Er müsste eigentlich noch im Spind sein. Der Schlüssel dafür befindet sich in meinem Inventar. Gut. Da ist der Spind. Da ist der Schlüssel. Und auch ist der Spind. Und da ist ein Leuchtstab. 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 Das könnte nützlich sein, falls die Batterie der Taschenlampe zu Neige geht. Ich kann über mein Inventar darauf zugreifen oder aber mit der entsprechenden Tastaturkürzel gehen. Das sollte alles sein, was ich brauche. Ich möchte. No, das war jetzt zu schnell. Konnte ich nicht sehen. Ist noch irgendwas Interessantes? Da ist noch eine Truhe. Ein Brief. Der Geruch nachzuurteilen, wird diese Kiste entweder als Stauraum für persönliche Dinge benutzt oder aber es steckt ein totes Tier da. Für den Krieg haben. Mein liebster Erik, ich schreibe dir diese Zeilen, bevor du wieder die Segel setzt und mich erneut allein lässt. In der Kiste, Fußende deines Bettes, liegt etwas, das dich an mich erinnern soll. Ich verstehe immer noch nicht, weshalb ihr auf dem Schiff nur ein Bett habt und abwechselnd in Schichten schlafen müsst. So werdet ihr auf lange Sicht keine Erholung finden. Aber was weiß die Frau eines Fischers schon von raumem Leben auf See? Ich werde jede Nacht ein Gebet für dich sprechen und hoffen, dass du bald genug gefangen hast, um wieder zu mir zurückzukehren. Bitte bleib nicht wieder 5 Wochen weg, wie das letzte Mal. Ich weiß, ich kann eine Nervensäge sein, aber ich liebe dich. Deine Latzhosen habe ich für dich gewaschen, auch wenn das keinen Sinn machen scheint. Du wirst sie sicher schon... Liebesbrief deiner Frau eines Fischer. Der Frau eines Fischer. Hat da jetzt noch irgendwas gefehlt? Oder habe ich jetzt was? Du wirst sie wieder schon. Schon bald alle mit öligen Fischinnereien beschmutzt haben. Ach ja, bevor ich es vergesse. Die Harrison aus dem Dorf wollten wissen, ob du ihnen ein paar Forellen mitbringen könntest. Ich sage ihnen, dass es momentan keine Saison für Forellen ist. Falls du doch welche fangen solltest, behalte sie und leg sie auf Eis. Ich werde sie nach deiner Ankunft lecker zubereiten, um deine Rückkehr gebührend zu feiern. Der Kapitän braucht dann und wann eine kleine Sonderbehandlung, um bei Laune gehalten zu werden, nicht wahr? Pass auf dich auf, mein Schatz. Gut. Ich dachte dabei, da wäre irgendwie... Das hat irgendwas ja. Irgendwas wäre da noch. Ein Eimer. Ja, also von der Steuerung und sowas ist das eigentlich genau wie Amnesia. Ein Playboy-Poster. Schön, dass sich einige Dinge niemals ändern werden. Ja. Wohl wahr. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal direkt raus. Das machen sie nicht auf. Noch während ich vom Boot stieg, um mir meinen Weg durch den schneidenden Schneesturm zu bahnen, wurde mir bewusst, dass mein bisheriges Leben einzig und allein vom Wunsch erfüllt war, mehr über meinen Vaters Vergangenheit in Erfahrung zu bringen. Noch hatte ich keine Ahnung, was mich in Grönland erwarten würde, doch bald schon würden sich all meine Bedenken als gerechtfertigt erweisen. Rückblickend kann ich nicht mehr genau sagen, ob ich als erstes die Orientierung oder den Mut verlor. An die Eiskälte und die Angst vorm Erfrieren kann ich mich jedoch sehr gut erinnern. Ich muss irgendwo Schutz suchen, und zwar schnell. Es ist so kalt, und ich weiß nicht, wo ich mich befinde. Ich brauche eine sichere Zuflucht.
Ja. Dann würde ich sagen, wir suchen mal schnell eine. Meine Ohren fühlen sich schon ganz taub an, aber ich kann den Wind immer noch laut hören. Oder so. Das ist irgendwie alles zu schnell. Ich kann das nicht alles lesen. Stein. Und ein Stein. Könnte ich schneller laufen? Moment. Okay, das ist also ein bisschen hartnäckig. Ah. Kriegt dich auf? Ah. Hallo? Das war schon auf. So, gucken wir mal, wo wir jetzt sind. Herr je, mein Kopf, ein Wunder, dass ich diesen Stuhlteil überlebt habe, dem Himmel sei Dank, obwohl, wenn ich mich hier umschaue, wo bin ich hier? Ja. Und wie es sein soll, ist die Leiter jetzt kaputt. Hm. Ein Pass. Das ich mitschleppen kann. Leere Munitionskisten, was ist das für ein Ort? Eine Metallstange. Kann ich bestimmt ausrüsten, oder? Oder auch nicht. Hm. Oh. Ein Leuchtsignal. Ein Hammer. Wahrscheinlich kann er diesen Leuchtsignal ausrüsten. Ich schätze, wenn ich mal auf rechts gedrückt halte, kann ich ihn schauen. Eigentlich eine Waffe in der Hand halten.